Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Oh je, guckt euch mal die ganzen besseren Freunde an, die jetzt dazugekommen sind. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja Leute, ich spiele mal wieder infiziert. Das bleibt natürlich nicht immer so, weil, Leute, ich war gerade eben in den ganzen verschiedensten Moden. Suchen und retten und was weiß ich, was es da noch alles gab. Aber was mir aufgefallen ist, ich werde sehr schnell getötet irgendwie. Ich weiß gar nicht, was los ist. Es ist für mich, als ob ich ein bunter Hund bin. Im Zweiten Weltkrieg, auf dem Minenfeld, links die Russen und rechts die Deutschen und ich laufe da einfach lang. Also wirklich, Leute, ich muss mich erstmal ein bisschen aufwärmen und dafür brauche ich einfach infiziert, Alter, weil das der geilste Modus ist, den es wirklich gibt. Du bist im Spiel, man weiß nicht, kommt jetzt der Virus und verwirrt mich und ja, und dann musst du die anderen Gegner ausschalten und du hast die Waffe am Start und ja, er messert mich jetzt und jetzt bin ich auch so ein... Oh, ich würde mal sagen, Zombie kann man das schon nennen, oder? Jo, Zombie. Oh, die Handbewegung kennt, glaube ich, jeder Mann hier. Die berühmte Schüttelbewegung. So. Oh Gott. Oh je, wo sind die Gegner? What the fuck? Oh, nur noch so wenig Zeit. Oh Gott, das ging aber schnell. Jetzt müssen wir nur noch zwei Leute töten. Wo sind sie? Oh, Leute. Es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Moin, moin. Oh Gott, das brauche ich wieder schnellste Let's Play, was ich gemacht habe. Ich glaube, da können wir gerade noch eine Runde dranhängen. Oh. Hallo. Hey, yo, was läuft, Alter? Was glaubt ihr? Upp, servus. Oh, ist irgendjemand Berühmtes da drin? Stranger Style? Oh, ne, kenn ich nicht. Oh je, Leute. Da müssen wir, glaube ich, nochmal in eine andere Lobby reingehen. Und das war mir ein bisschen zu kurz. Und euch bestimmt auch. 11 zu 0. Und Crazy Modi. Aber wir haben gute Kills gemacht, Leute. Zwei Kills haben wir. Sehr schön. Oh, Crazy Mode. Wir sind stolz auf dich. Guck euch das an hier. Da fließen die Punkte. Alle Headset am Ohr. Außer ich. Level 3 bin ich. Super. So. Also, Leute. Was kann man dazu sagen? Kurz. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wir möchten heute mal was probieren. Oh Gottes Willen. Exinution, oder wie das heißt. So. Das ist der berühmte Alien-Modus, den wir jetzt spielen. Alien vs. Gamer oder so. Und da spielen wir jetzt, ja. Wer dabei ist Level 9. Vom GINL-Clan, berühmt auf YouTube, der S-Carbon. Dabei Uso 77 und der X-Lacrim 78. Und dabei ist Uso 77, berühmt aus der Fernsehwerbung Uso, nur für meine besten Freunde. Vorbereiten. Ja, ich bin bereit, Mann. Hey, Uso, Roro. Der Roro-Clan, den muss man kennen. So. Komm schon, Mann. Okay, dann machen wir das anders. Starten wir das Spiel. Es geht los. Soweit ich gehört habe, soll es hier auf diesem Planeten, wo wir jetzt gleich sind, sogenannte Aliens geben. Wir haben einen Bohrer. Und dieser Bohrer müssen wir irgendwie... Keine Ahnung, was ich da machen muss. Schauen wir uns einfach mal an, oder? Hihi. Point of Contact. Boah, geil. Wenn das ein Alien ist, Alter. Oh je. Yeah. Guckt euch das mal an, das hat natürlich andere Ausmaße als das in GTA 5. Das ist natürlich ein bisschen mickrig dagegen. So, gucken wir mal. Ich muss mal meinen Posteingang checken. 10 Freunde ist am Plan schon bekommen jetzt. 2 Wochen nach dem Odin-Einschlag, so nach dem Mann. So wie das mir aussieht, ist das auf der Erde und nicht auf so einem komischen Planeten. Oh, Scheiße, was ist das? Hey Digga, was ist denn das? Hallo? Hallo? Hey, du kannst doch nicht einfach abhauen. Alter. Okay. Was muss ich jetzt machen? Halten Sie Dreieck, um den Bohrer zu nehmen. Und das? Eine Minigun? Bäh! Oh, das sieht mir nicht aus wie eine Minigun. Das ist, glaube ich, so ein Bohrer. Was? Muss ich den da reinstecken? In die Mumu. Jo, Bohr mal.
Was ist denn das? Gottes Willen, Hilfe! Was ist denn da? Wow, shit! Oh, komm her, komm her! Das gibt's doch gar nicht. Fliegen auch die Körperteile irgendwie weg? So, ein bisschen Kotze liegt da oben. Cool. Oh Gott! Jetzt geht's ab, komm her, komm her! Oh, komm zu Papa! Boah! Willst du sterben? Oh, da gibt's ja Dollar hier. Oh, sehr schön. Ah, jetzt verstehe ich die ganze Kacke. Das IMS, keine Ahnung, was es ist. Hilf mir, IMS! Oh Gott. Okay. Ich nehme den Bohrer wieder. Bereich sicher. Ich glaube, das Virus ist zerstört. Ruhig, sieht aber echt eklig hier aus, muss ich sagen. Guck mal, überall hat sich das hier hingeschleimt. Oder? Boah, Dinge, was ist denn das? Der Yellowstone Nationalpark explodiert. Mann, oh Mann. Na, der Modus ist, glaube ich, nichts für mich. Was hier? Bohrer platzieren? Das reicht doch nicht hier Sprengstoff platzieren, oder nicht? Mama, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. So, Narrelachladen hier. Was ist das? Oh, cool. Ist das, Leute? Guck mal hier, wie das das. Oh ja. Ah, hast du Spaß? Ja, sehr schön. Hm. Ach ja. Die Kinder hier. Oh! Lass mein Bohrer in Ruhe. Ja, Leute. Der Modus. Ja. Ich hätte mir natürlich lieber so einen Zombie-Modus gewünscht. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Der Modus macht schon Spaß, aber mir fehlen einfach die Körperteile, die wegfliegen. Das war nur ein kleiner Test von mir. Was haltet ihr vom Alien-Modus? Schreibt es in die Kommentare. Ich kann mir vorstellen, wenn ich das mit einem guten Freund spiele, dann... What the fuck, Babys? Ah, Hilfe! Die verfolgen mich aber nicht, oder? Okay, Leute, ich sag auf jeden Fall ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Und, oh Gott. Hilfe! Ah! Ah! Ah, nein! Hä? Hacke, die Waffe ist alle. Hilfe! Erbarmen! Erbarmen! Ah! Hilfe! Versuche ich hier hochzuklettern. Gottes Willen! Oh Gott, ich bin tot. Leute, ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao!